So, zweiter Anlauf. Herzlich willkommen beim Webinar Bonussysteme, motivierte Mitarbeiter und gleichzeitig mehr Geld verdienen. Mein Name ist Mark Bergmann. Ich komme aus Uelz in der Lüneburger Heide und möchte Ihnen jetzt innerhalb der nächsten Stunde ein paar Sachen zu diesem Thema Bonussysteme erzählen. Und das vielleicht nur als Vorabinfo. Ich biete dieses Thema auch als Tagesseminar für die ACMEO an im Rahmen der ACMEO Akademie. Das nächste Mal am 27.09. in Hannover und heute möchte ich mal so einen kleinen Einblick in das Thema geben, mit dem Sie aber auch direkt etwas anfangen können. Frage in den Raum, auch wenn Sie mich hören, Sie können direkt über das Feld Fragen hier auch eine Frage reinstellen. Wer von Ihnen arbeitet denn bisher schon mit einem Bonussystem bei sich im Unternehmen? Okay. Also ich sehe bisher zwei Teilnehmer, die die Hand gehoben haben. Kurz zu meiner Person. Wie ich schon sagte, mein Name ist Mark Bergmann, bin 39 Jahre aus Uelzen und habe mal vor 25 Jahren im IT-Systemhausgeschäft als Aushilfe begonnen. Die Ausbildung von mir war ein Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik kombiniert an der Universität in Lüneburg. Und ich hatte mal einen sechsmonatigen Exkurs in einer ganz anderen Branche. Da war ich im Bereich der Finanzdienstleister unterwegs. Und die haben auch ganz besondere Formen von Bonussystemen für ihre Mitarbeiter und Provisionen. Da konnte ich mir auch einiges abschauen. Und nach diesem halben Jahr in der Branche der Finanzdienstleister wusste ich ganz genau, was ich nicht werden wollte. Also habe ich mich weiter auf die IT konzentriert. Und vor 21 Jahren habe ich das IT-System aus Exabyters gegründet. Wir sind ein sehr breit aufgestelltes IT-Systemhaus unterwegs mit dem Motto, wir kümmern uns um Ihre IT, damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können. Und das Unternehmen wuchs so nach und nach. Vom Einmalunternehmen, 3, 4, 5 Mitarbeiter, die wir dann hatten. Und irgendwann gab es dann mal eine Zeit, wo wir sehr schnell gewachsen sind. Zwischen 2010 und 2012 sind wir mal von 13 auf 42 Mitarbeiter gewachsen. Und das ist auch heute noch ungefähr die Größe, auf der wir uns heute befinden. Also wenn Sie sich nochmal das Bild hier anschauen, also auf der ersten Seite, dann haben wir, sind nicht alle Kollegen drauf, die im blauen Hemd, das sind die Kollegen der Firma Exabyters und aus der Firma Exabyters ist noch eine Softwareentwicklungsfirma namens Visoma hervorgegangen, das sind die Herren im schwarzen Hemd und dort kümmern wir uns um den Bereich Softwareentwicklung. Gut, wenn Fragen aufkommen sollten, es Probleme gibt mit dem Ton, mit der Verständigung, einfach direkt in den Chat was reinschreiben oder in dieses Feld Fragen reinschreiben und ich versuche direkt darauf zu reagieren. Es gibt auch eine Aufzeichnung von dem heutigen Webinar, das heißt, wenn Sie zwischendurch mal den Anschluss verpasst haben, dann können Sie sich diese Aufzeichnung nachher in der ACMEO-Thek anschauen oder Sie können sich die Fragen, die sich jetzt noch ergeben, einfach direkt im Webinar stellen. Insgesamt habe ich 10 Seminarthemen für Systemhauschefs, die bewegen sich alle in den Bereichen Personal, Organisation, Führung und Neukundengewinnung. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Technik ist nicht meine Baustelle. Ich bin auch aus dem Tagesgeschäft hier im Systemhaus ziemlich raus und bin also mehr mit der Arbeit am Unternehmen und nicht zu sehr im Unternehmen beschäftigt. Bei der ACMEO sind diese Themen direkt buchbar. Sie können direkt auf die Website gehen, schauen auf den Bereich oben rechts Veranstaltungen, dann auf Seminare oder Webinare, filtern nach Mark Bergmann und da finden Sie dann die Themen. Im September haben wir 3 Themen aneinander folgenden Tagen. Am 27.09. einerseits das Thema Bonussysteme und Mitarbeitermotivation. Am 28.09. wie verkauft man der Techniker mehr zusätzlichen Service? Und am 29. das Thema optimale Organisation im IT-Systemhaus unter dem Untertitel, wie schaffe ich es, dass ich noch erfolgreicher werde und gleichzeitig dabei auch immer noch pünktlich Feierabend habe. Für diese beiden weiteren Themen haben wir auch schon Webinare vorbereitet, die finden morgen statt, also am 7.9. einmal vormittags um 11 und einmal um 14 Uhr. Also falls es Sie interessieren sollte, dann einfach nochmal schauen und dann können Sie sich auf die weiteren beiden Webinare auch direkt anmelden. Ja, die Themen, der heutige Ablauf, zum einen, was ist überhaupt mit Bonussystem gemeint? Da gibt es ja vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon. Für die Kollegen, die jetzt solche Bonussysteme bei sich im Systemhaus schon im Einsatz haben, die werden ja unterschiedliche Gründe haben, warum sie es eingeführt haben. Es gibt ja viele verschiedene Gestaltungsformen. Dann möchte ich eingehen auf das Thema unterschiedliche Denkweisen von Chef und Mitarbeitern. Und dann komme ich zu den 7 Bonussystemkillern. Denn als wir begonnen haben, mal Bonussysteme bei uns im Systemhaus einzuführen, dann lief das in einem Jahr lang überhaupt gar nicht. Das hat also eher zu Reaktionen geführt. Die Mitarbeiter wollten das nicht. Es gab viel Protest, fast Meuterei, so möchte ich es sagen, zu diesem Thema Bonussysteme.
Und daran habe ich so ein paar Bonussystem-Killer festgemacht, also Dinge, auf die man unbedingt achten muss, wenn man erfolgreich im Bonussystem bei sich im IT-System aus einführen möchte. Dann zeige ich Ihnen einmal anhand eines ganz einfachen Beispiels, wie ein Bonussystem für Techniker aussehen kann. Und dann komme ich auf weitere wichtige Aspekte dazu, nämlich wie erfasse ich die Technikerleistung? Ich muss ja nachher auch die Leistung meiner Techniker überhaupt messbar machen, damit ich sie überhaupt auch auswerten kann, damit ich einen Bonus zahlen kann. Wie gelingt das nachher am besten? Und dann nochmal, welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung eines Bonussystems? Wie vermeide ich, dass es zu Protest kommt? Wie vermeide ich die Fragen? Wie erreiche ich damit, dass das System auch wirklich gut durchstarten kann? Fragen bis hierhin? Rede ich zu schnell oder zu wirr? Das werfe ich mal meinen Mitarbeitern regelmäßig vor. Okay. Ja, dann, wie Bonussysteme ein Systemhaus erfolgreicher machen können. Zunächst einmal gibt es unterschiedliche Denkweisen von Mitarbeitern und Chefs. Das muss man dabei berücksichtigen und das will ich Ihnen anhand eines ganz einfachen Beispiels einmal zeigen. Mit Bonussystem meine ich ein Gesamtkonzept, mit dem ich meinen Mitarbeitern zusätzliche Anreize schaffe, zum Beispiel Geld. Es muss aber nicht Geld sein, es können auch andere Dinge sein, wo ich die Mitarbeiter motiviere, damit sie endlich das tun, was ich eigentlich schon immer von ihnen wollte, nämlich effizient und effektiv arbeiten. So, einfach das klingt. Ich als Chef möchte mehr Geld verdienen, die Mitarbeiter sollen mehr Geld verdienen und das möchte ich mit diesem Bonussystem erreichen. Wir sehen nämlich das Thema Effizienz und Effektivität im Konflikt. Überprüfen Sie es mal anhand Ihrer eigenen Erfahrungen. Wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, habe ich das ständige Bedürfnis, mein Unternehmen immer effizienter und effektiver zu machen, weil ich dadurch erfolgreicher bin und weil ich dadurch mehr Geld verdiene, mehr Kunden zufriedenstellen kann. Und die Mitarbeiter hingegen wollen einfach nur in Ruhe arbeiten und möglichst wenig Stress haben. So, die Frage ist, warum ist das so? Sind meine Mitarbeiter da schlechte Menschen? Warum ist diese Denkweise so unterschiedlich? Was haben Sie für eine Antwort darauf? Oder passt das zu Ihren Erfahrungen? Okay, ich hoffe, ich bin trotzdem gut hörbar. Momentan wenig Feedback von Ihrer Seite. Wir haben einen Zielkonflikt zwischen Chef und Mitarbeitern. Für den Chef gilt zum einen, je mehr ich arbeite und je effektiver ich bin und je effizienter ich bin, desto mehr Geld verdiene ich. Mein Ziel ist es also, mein Ergebnis zu maximieren bei definierten Rahmenbedingungen. Und was ist damit gemeint? Sie können es in etwa vergleichen mit einem IT-Projekt mit Abrechnung nach Aufwand. Wenn Sie ein Projekt durchführen und Sie planen beim Kunden 80 Stunden ein und Sie brauchen nachher 90 oder 95 Stunden und Sie haben mit dem Kunden ausgemacht, dass Sie alle erbrachten Dienstleistungsstunden auch in Rechnung stellen können, dann ist das für Sie auch in Ordnung. Genauso arbeiten Sie dann auch als Chef. Je mehr Sie arbeiten, je effizienter und je effektiver Sie sind, desto mehr Geld verdienen Sie damit. So, Herr Entner sagt gerade, passt zu meiner Erfahrung, ist so, weil Unternehmer mehr arbeiten, mehr Geld. Okay, gut. So, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Jetzt sehen wir uns mal die Situation für unsere Mitarbeiter an. Ist denn die Situation für die Mitarbeiter ganz genauso? Und da können wir feststellen, ja, eigentlich ist es nicht so. Denn für den Mitarbeiter gilt ja, dass das Ergebnis seiner Arbeit, der Lohn, ja schon feststeht. Und immer dann, wenn das Ergebnis meiner Arbeit schon feststeht, dann versuche ich auch den Aufwand, den ich brauche, dafür zu minimieren. Und das ist auch völlig normal und auch völlig verständlich. Denn wenn ich das Ziel habe, meinen Aufwand zu minimieren bei definierten Ergebnis, dann passt das auch zu einer Situation, die wir bei uns auch im Alltag haben, nämlich ein IT-Projekt Abrechnung nach Festpreis. Stellen Sie sich vor, Sie kalkulieren wiederum ein IT-Projekt beim Kunden, sagen, 40 Stunden brauche ich dort vor Ort. Wer von Ihnen würde denn freiwillig 60 oder 80 Stunden dahin fahren, wenn er einen Festpreis für 40 Stunden ausgemacht hat? Da würden wir eher versuchen, in kürzerer Zeit mit diesem Projekt fertig zu werden. Und genauso verhält es sich dann eben auch für Ihre Mitarbeiter. Anderes Beispiel, wer von Ihnen ist mit seinem Systemhaus Mieter, also in einer gemieteten Immobilie? Wird wohl für die meisten zutreffen. Und genauso sehen Sie es auch bei dem Beispiel Vermieter. Wenn Sie in einer gemieteten Immobilie drin sind, dann steht ja das Ergebnis für den Vermieter schon fest. Der weiß, was er jeden Monat von Ihren Miete bekommt und dann versucht er auch den Aufwand dafür zu minimieren. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum nicht jeder von Ihnen die Klimaanlage in jedem Raum hat und goldene Wasserhähne und eigenen Hausmeisterservice. Ja, das ist also der Fall bei den Mitarbeitern.
Wir sehen also, Chef und Mitarbeiter denken ganz unterschiedlich und die werden sich ganz unterschiedlich verhalten und ganz unterschiedlich denken. Aber wenn man sich die Situation des jeweiligen Mitarbeiters anschaut, dann ist das Verhalten für ihn eigentlich vollkommen richtig, dass er sich so verhält. Und das ist eigentlich das Wichtige, was wir mit einem Bonussystem erreichen wollen. Mit einem Bonussystem versuche ich, diesen Konflikt aufzubrechen. Ich versuche, dass meine Mitarbeiter und ich als Chef die gleichen Ziele anstreben. Und das ist auch einer der Leitsätze, die ich habe, wenn ich ein Bonussystem einführen möchte. Ich möchte zum einen erreichen, dass sich die Mitarbeiter und der Chef über das Gleiche freuen. Also, wenn sie einen sehr erfolgreichen Monat haben, sehr viele abrechenbare Dienstwissenstunden hatten, dann sollen sie sich darüber freuen und auch die Mitarbeiter darüber freuen. Ein zweiter Leitsatz dazu ist, dass ich versuchen möchte, meine Mitarbeiter über deren persönliche Ziele zu führen. Was ist damit gemeint? Ich muss mal eine Notiz aufschreiben. So, was ist damit gemeint? Jeder Mensch wird sich ja so verhalten, dass er seine eigenen Ziele erreicht. Sonst würden Sie sich wahrscheinlich auch heute nicht in das Webinar hier reinschalten. Sie tun das ja auch nicht aus Nächstenliebe, sondern Sie möchten auch ein bestimmtes Ziel erreichen, wenn Sie ein Bonussystem einführen. Und von sich aus werden Ihre Mitarbeiter nicht ihr Bestes geben, um Sie als Chef zum Millionär zu machen. Und wenn Sie zu den Mitarbeitern sagen, Jungs, Porsche hat ein neues Cabrio rausgebracht, kostet 150.000 Euro, haut mal einen Schlag rein, werden die Mitarbeiter nicht sofort voller Enthusiasmus loslaufen und dann die beste Leistung bringen, um Sie zum Millionär zu machen. Also muss ich doch als Chef versuchen, meine Mitarbeiter zu deren persönlichen Zielen zu führen, denn das sind die Ziele, die die ja auch selbst motiviert anstreben. Und wenn ich mir ein Bonussystem raussuche und aufbaue, dann versuche ich also, meine Ziele huckepack auf die Ziele meiner Mitarbeiter draufzusetzen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ein Techniker kommt zu Ihnen und sagt, Chef, ich möchte gerne 500 Euro mehr im Monat haben, weil ich mir dann nämlich ein kleines Häuschen kaufen könnte. Ich brauche das für die Finanzierung meines Hauses. Wenn Sie ihm jetzt ein Bonussystem vorlegen, mit dem er 500 Euro im Monat mehr verdienen kann, dann werden Sie nicht mehr besonders Schwierigkeiten haben, diesen Mitarbeiter irgendwo anzutreiben. Denn jetzt symbolisiert ja für ihn auch dieser Bonus etwas. Das wird nachher die Finanzierbarkeit seines Hauses irgendwo sein. Und schon wird der Mitarbeiter das Ziel eigenmotiviert anstreben und ganz nebenbei Sie auch noch wirtschaftlich erfolgreicher machen. Okay, Fragen bis hierhin? So, dann kommen wir einmal zu den 7 Bonussystem-Killern, die also die Möglichkeit haben, den Erfolg ihres Bonussystems scheitern zu lassen. Das sind Fragen oder Aussagen, die Ihre Mitarbeiter haben könnten, die dazu führen, dass man so ein Bonussystem nicht erfolgreich einführen kann. Ich will es mal an einem Beispiel erklären. Der Fall kann sein, dass ein Mitarbeiter von Ihnen ein Bonussystem vorgelegt bekommt und für ihn sind manche Sachen dabei nicht klar. Er hat unausgesprochene Fragen, da möchte Sie nicht direkt darauf ansprechen, aber auch wenn er Sie nicht direkt darauf anspricht, dann wird er einen inneren Widerstand dagegen haben, weil er sagt, das ist für ihn nicht geklärt oder es ist nicht fair. Und diese 7 Bonussystem-Killer, drucken Sie sich die ruhig aus, legen Sie sich die auf den Zettel beiseite und wenn Sie sich ein neues Bonussystem überlegen sollten, prüfen Sie einfach mal dagegen, ob diese Fragen bei Ihrem Bonusmodell auch wirklich beantwortet sind. Nehmen wir mal Bonussystem-Killer Nummer 1, verstehe ich nicht. Was ist damit gemeint? Wenn Sie ein Bonussystem sich einfallen lassen, dann muss das so einfach und so nachvollziehbar sein für die Mitarbeiter, dass Sie immer ganz genau wissen, was muss der Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit tun, damit er seinen Bonus erreichen kann. Ich bin ja auch im Inhouse-Consulting bei anderen Systemhäusern unterwegs gewesen und habe mir das angeschaut und dort gab es zum Beispiel schon Bonussysteme, die der Steuerberater entwickelt hatte die in eine Excel-Tabelle reingepackt und wenn man sich denn die Formel im Excel angeschaut hat, dann lief die gleich so über 3 Bildschirmzeilen rüber. Die Frage ist, versteht bei so einem komplizierten Bonussystem der Techniker, was er in seiner täglichen Arbeit tun muss, um den Bonus zu erreichen? Ja, und das ist wohl eher nicht der Fall. Frage jetzt in den Raum, wir haben jetzt schon einige Kollegen hier, die auch sagen, dass sie selber ein Bonussystem haben. Können Sie mal vielleicht in wenigen Worten umreißen, in welche Abteilung Sie ein Bonussystem haben und wonach sich der Bonus bemisst?
Wenn Ihnen das lieber ist, können Sie mir auch kurz ein Zeichen geben. Ich kann auch kurz das Mikrofon einmal auf laut stellen, dann können Sie auch die Frage so direkt stellen. So, gut, beim Hans-Jörg Endler ist es so, dass die Technik einen prozentualen Anteil bekommt von jeder abgerechneten Dienstleistungsstunde. Darf ich kurz fragen, wie viel Prozent das sind, Herr Händler? Okay. Kommen wir da später nochmal drauf. Ich habe ja auch noch ein Beispiel für das Thema Techniker mitgebracht. So, dann der zweite Bonussystem-Killer ist, wo ist da der Sinn? Was ist damit gemeint? Der Mitarbeiter muss den Sinn dieser Arbeit verstehen, wofür er den Bonus bekommt. Er muss also verstehen, warum er dieses Ziel anstreben soll. Zum Beispiel, weil mehr Kundenzufriedenheit erreicht wird, weil es zu einer höheren Kostendeckung der Firma führt und so weiter. Auf meiner Tour mit dem Inhouse-Consulting war ich schon bei einem Systemhaus. Da hat der Chef immer einen Bonus bezahlt, wenn abends die Schreibtische alle immer komplett aufgeräumt waren, weil ihm das besonders wichtig war, dass immer eine hohe Ordnung in der Firma herrscht. Jetzt haben sich die Mitarbeiter gefragt, ja, aber wo ist jetzt dort der Sinn bei diesem Bonussystem? Ich habe ja nichts davon, ist, wenn er nicht mehr kundenzufriedenstellt, nur weil wir die Schreibtische aufräumen. Und wenn ich jetzt über Nacht eine Installation durchlaufen lassen möchte und ich muss aber alles abends abbauen und am nächsten Tag alles wieder aufbauen, wo liegt denn da der Sinn? Also überlegen Sie sich, ist das wirklich auch aus Sicht der Mitarbeiter etwas Sinnhaftes, wofür Sie jetzt einen Bonus zahlen wollen? Oder bei anderen Systemhäusern erlebt, da wurde ein Bonus gezahlt für das Führen eines Fahrtenbuches für die Fahrzeuge, für die Firmenfahrzeuge. Auch da war es schwierig, den Mitarbeitern diesen Sinn davon deutlich zu machen. Nächster Punkt, das kann ich nicht. Bonussystemkiller Nummer 3. Es ist damit gemeint, ein Mitarbeiter muss auch die Kompetenz und das Fachwissen haben, um die Aufgabe zu erledigen, denn ansonsten würde ich ihn nicht mit einem Bonussystem motivieren können. Nehmen wir das Beispiel, Sie haben einen neuen Azubi bei sich im Vertrieb und Sie loben dem aus, wenn du ein Hyper-V-Cluster mit Hochverfügbarkeit verkaufst an den Kunden mit Failover und einem großen Storage in der Mitte, kriegst du 1.000 € Bonus bei dem nächsten Azubi-Gehalt mit ausgezahlt. Das wäre von den 1.000 € her mit Sicherheit etwas, was Sie motivieren würde, aber das heißt noch lange nicht, dass der Mitarbeiter das auch kann. Ja? Sie können nicht mangelndes Wissen nachher durch einen möglichst hohen Bonus versuchen zu kompensieren. Derjenige muss erstmal in der Lage sein, dass er überhaupt diesen Bonus erreichen kann, denn sonst würde das eher das Gegenteil davon verursachen. Und eine Sache, die damit ähnlich liegt, ist der Aspekt, das schaffe ich nicht. Was ist damit gemeint? Die Zielvorgaben, die müssen aus Sicht des Mitarbeiters so realistisch erreichbar sein, denn sonst würde er es auch gar nicht erst versuchen, loszulaufen. Nehmen wir mal das Beispiel von einer Hochsprunganlage. Wenn ich Ihnen jetzt, wie bei den Olympischen Spielen, so eine Hochsprunganlage aufbaue und ich lege Ihnen so eine Latte bei 1 Meter hin und sage, wenn du darüber springst, gibt es 20 €, dann würde man sagen, naja klar, bei 1 Meter, da würde ich wohl noch Anlauf nehmen und darüber springen. Mache ich aber diese Leistungsgrenze zu hoch und würde Ihnen jetzt so eine Hochsprunganlage aufbauen, lege die Latte bei 2 Metern hin. Wer von Ihnen würde dann überhaupt erst loslaufen und würde versuchen, über diese Latte rüber zu springen? Wahrscheinlich gar keiner. Also, es muss auch aus Sicht des Mitarbeiters erreichbar sein. Es muss aus Sicht des Mitarbeiters zu schaffen sein. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben vielleicht 50 abrechenbare Dienstleistungsstunden bei einem Techniker pro Monat im Durchschnitt. Und wenn der 50 abrechenbare Dienstleistungsstunden hat, soll dann aber einen Bonus bekommen ab 100 abrechenbaren Dienstleistungsstunden. Dann liegt das so weit entfernt von seiner jetzigen persönlichen Leistungsfähigkeit, dass man dann sagt, ja, okay, da brauche ich es auch gar nicht erst zu versuchen. Bildlich gesprochen, das Pferd bleibt vor dem Hindernis stehen und fängt erst gar nicht erst an, über diese Hürde zu versuchen, drüber zu springen. Nächster Aspekt, das lohnt sich nicht. Aufwand und Nutzen müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Frage jetzt mal, der Händler hat ja schon ein Bonussystem bei sich im Systemhaus. Können Sie mir sagen, wie viel Euro Ihre Mitarbeiter, ein guter Mitarbeiter pro Monat mehr an Bonus verdienen kann? Und Frage an die anderen Teilnehmer, die noch kein Bonussystem haben. Was denken Sie, was wäre denn für Ihre Mitarbeiter ein Betrag monatlich, wo die sagen würden, das lohnt sich, dafür würde es sich auch lohnen, an meiner Arbeitsweise etwas zu ändern und zu verbessern? Was denken Sie, was wäre das für ein Betrag, wo die Mitarbeiter sagen würden, das lohnt sich?
Okay, Antworten kriege ich bisher noch nicht. Unbegrenzt, da kein Bonus, sondern leistungsbezogener Lohn, niedriger Grundlohn plus Leistungsanteil. Okay. Ja, haben wir nachher noch ein passendes Beispiel für. Können Sie noch vielleicht noch sagen, was Sie da als Grundlohn sehen, Herr Händler? Denn das ist ja der Fall, wenn ich jetzt ein eher niedriges Gehalt habe und dann aber einen sehr hohen Bonusanteil. Das kann positive Effekte haben, kann aber auch einige negative Effekte haben. Ich kann Ihnen das gleich mal an ein paar Beispielen erzählen, wo wir da eigene Erfahrungen und Systems gemacht haben. Also ich sage mal aus eigener Erfahrung, wenn Sie so in Größe und so ab 150 Euro brutto rechnen, so dass wir den Mitarbeiter wenigstens irgendwie vielleicht um die 100 Euro netto dabei rauskommen, das sind Größenordnungen, wo sich das auch denn lohnt, aus Sicht des Mitarbeiters überhaupt so einen Bonus nachzudenken. Ich sage mal ein Negativbeispiel, was ein ein Freund von mir aus einer anderen Branche mal versucht hat, der hat ein Bonussystem eingeführt bei sich im Unternehmen und wollte damit erreichen, dass er den Krankenstand senkt. Und seine Idee war, ja, wir können es doch folgendermaßen machen, für jeden Tag, wo ein Mitarbeiter nicht krank ist, bekommt er einen Bonus von 50 Cent. Und ja, wenn das dann jetzt so 20 Werktage im Monat sind, dann wären das 10 Euro und das mal 12 Monate sind 120 Euro, das ist ja auch eine Stange Geld. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt runterrechne, wenn Sie einen Arbeitstag haben und Ihnen geht es nicht so besonders gut, würden Sie für 50 Cent extra Bonus dann aufstehen und sich zur Arbeit hinkriegen, wenn es Ihnen nicht so gut geht? Nein, und die Antwort ist ganz klar, nein. Wenn Sie einen Bonus aufsetzen, dann müssen Sie auf jeden Fall auch oberhalb der Wahrnehmungsschwelle Ihrer Mitarbeiter sein. Also es muss ein Betrag sein, der auch wahrgenommen wird. Dazu mal eine weitere Frage. Wer von Ihnen hat öfters mal das Problem, dass die Techniker nicht ihre Stunden vernünftig aufschreiben und nicht vernünftig dokumentieren und dadurch auch viele Stunden nach draußen verschenken? Ich glaube, da müssten alle Hände jetzt nach oben gehen. Stichwort zu dieser Wahrnehmungsschwelle ist, dass die Mitarbeiter ja oftmals gar nicht so den Gegenwert sehen von ihren Dienstleistungsstunden. Und ich habe das mal in einer Technikerbesprechung gemacht, zu der Zeit, als wir noch in Papierform gearbeitet haben und nicht mit einem Ticketsystem. Da bin ich also morgens in die Technikerbesprechung reingegangen, habe in die Hosentasche gegriffen und ein Bündel 50-Euro-Scheine reingeholt und habe die einfach mal so in die offene Technikerbesprechung reingeworfen. Die Mitarbeiter fühlten sich in dem bestätigt, was sie schon immer dachten, der Bergmann ist nicht ganz dicht und es ging ein richtiges Handgemenge los. Die Kollegen haben sich dann auf die Geldscheine gestürzt und haben die wieder eingesammelt. Ich habe nachher mal gefragt, wie viel Geld habt ihr eigentlich zusammengesammelt? Zum Glück war noch nichts verschwunden. Es waren insgesamt 600 Euro, also 1250 Euro Scheine. Und ich habe sie dann gefragt, ja, wie kann das denn sein, liebe Kollegen, dass ihr euch so auf diese Geldscheine stürzt, aber ich auf der anderen Seite Stundenzettel von euch nicht zurückbekommen und dann habe ich mir exemplarisch einen Stundenzettel rausgeholt und der dann im Auto lag mit Eselsohr und Kaffeeflecken drauf und irgendwie schon 3 Wochen im Auto gelegen hatte und da wären eigentlich 8 Dienstleistungsstunden drin gewesen. Wenn ich jetzt 8 mal 70 rechne, dann habe ich damit 560 Euro, die alleine so ein Stundenzettel wert sein kann. Und das heißt, das, was ich als Bündel Geldscheine in den Raum reingeworfen habe, das hat einen höheren oder einen vergleichbaren Wert ungefähr so, wie dieser Stundenzettel hat. Und das ist dann mal auch als Bild in den Köpfen der Mitarbeiter angekommen. Ich kann das also nur als Tipp geben, wenn Sie mal die Wahrnehmungsschwelle der Mitarbeiter austesten wollen. Nächster Aspekt mit dem Bonussystem, ich habe Angst. Lösung, das Festgehalt muss so bemessen sein, dass der Mitarbeiter davon existieren kann. Als ich das erste Mal ein Bonussystem einführen wollte, hatte ich die Idee gehabt, zu dem Zeitpunkt haben die Mitarbeiter vor etwa 10 Jahren ein Festgehalt gehabt von 2000 Euro brutto in der Technik. Und meine Idee war, ich senke einfach das Festgehalt von 2000 Euro auf 1800 Euro, senke also dieses Gehalt und erhöhe damit den Bonusanteil. Und es hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter fast mit brennenden Fackeln durchs Büro gelaufen sind. Da ist also fast die Meuterei ausgebrochen, weil die Angst hatten, dass ich denen immer was wegnehmen möchte und weil die Angst hatten, dass sie also dann nicht mehr mit ihren monatlichen Kosten klarkommen. Wenn Sie das Festgehalt zu gering bemessen und dafür einen sehr hohen Bonusanteil aufsetzen, das war ja auch der Vorschlag von dem Herrn Entler, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Mitarbeiter einen schlechten Monat haben, dann wird sie das in ihrer Existenzangst blockieren und nicht zu einer besseren Leistung anspornen. Da werden sich auf einmal nämlich die Gedanken nur noch um die eigene Situation
drehen und nicht mehr so sehr darum, wie ich eine bessere Leistung erreichen kann. Die fragen sich nur noch, Mensch, wie soll ich die Miete bezahlen, wie soll ich denn das Essen bezahlen? Und da haben die überhaupt nicht den Kopf frei, um sich dann nachher um eine bessere Leistung zu kümmern. Also den Tipp, bitte bemessen Sie Ihr Festgehalt so und Ihren Bonusanteil so, dass Sie die Mitarbeiter über einen schwachen Monat ärgern, aber dass Sie sich nicht davon beängstigen lassen, wenn der Monat jetzt mal deutlich schlecht war. Ja, Bonussystemkiller Nummer 6 und Nummer 7. Das ist nicht fair, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie das Thema Bonussysteme nicht fair und nicht einheitlich machen bei sich im Unternehmen, dann kann das zu Ungerechtigkeitsempfinden führen und zu Neid führen und das kann Ihre Arbeitsmotivation nachhaltig wirklich zerstören. Wenn Sie also ein Bonussystem einführen, finden Sie bitte möglichst für alle Mitarbeiter einer Abteilung eine gleiche, eine ähnliche Lösung, sodass nur nachher die bessere Leistung auch zu einem besseren Ergebnis führt. Für eine lange Zeit hatten alle unsere Techniker das gleiche Festgehalt und das gleiche Bonussystem. Das haben wir erst in den letzten Jahren etwas aufweichen müssen. Aber da haben sie natürlich die beste Möglichkeit, dort ein Empfinden von Fairness auch irgendwie zu erreichen. Ein Beispiel, was ich bei einem Systemhaus hatte, wo ich im Consulting war. Dort war es so, dass es ein Bonussystem nur für Mitarbeiter des Vertriebes gab, aber nicht für Mitarbeiter der Technik. Und da ist ein Techniker von einem Kunden zurückgekommen, von einem Projekt. Er bittet sich einen Termin bei einem Geschäftsführer und sagt, Chef, ich bringe dir einen neuen Auftrag mit, einen großen Auftrag bei einem Kunden, aber den bringe ich nur mit, wenn der kundenverantwortliche Vertriebler nichts davon abbekommt. Ja, was war damit gemeint? Der Techniker hat das Gefühl gehabt, dass er die ganze Arbeit macht, dass er den Auftrag mitbringt und der Vertriebler verdient sich daran dumm und dusselig. Und er hat dann eben halt für sich beschlossen, nein, ich möchte das nur so weitergeben den Auftrag, wenn der Vertriebler nichts davon abbekommt. Wäre es doch viel fairer gewesen, wenn sowohl die Techniker etwas davon haben, wenn sie aktiv was verkaufen, wie auch die Vertriebler etwas davon haben. Und wenn Sie was einführen, dann denken Sie bitte auch daran, dass Sie diese Systeme am besten nachhaltig, im Idealfall auch transparent machen und dass also nicht nur die Technik ein Bonussystem bekommt oder der Vertrieb, sondern auch weiterhin Technik, Vertrieb, Innendienst, Führungskräfte. Bei uns ist es so, dass wir für alle Mitarbeiter des Unternehmens ein Bonussystem haben, also ein jeweils passendes. Die werden natürlich von Jahr zu Jahr auch immer wieder angepasst und auf unterschiedlichen Stand gebracht, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber ich kann Ihnen heute eigentlich für jeden Bereich des Unternehmens ein passendes Bonussystem vorschlagen und vorstellen. Das werden wir heute in der Kürze der Zeit nicht schaffen, aber ich kann es mal beispielhaft in einigen Fällen zeigen. So, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen zu den Bonussystemkillern? Dann kommen wir jetzt zu dem Beispiel, wie kann denn überhaupt ein Bonussystem für einen Techniker aussehen? Um das Ganze mal in der Praxis uns anzuschauen. Das wird wohl auch der häufigste Fall sein, für den ein Bonussystem im IT-Systemhaus gebraucht wird. Bonussystem für Techniker. Wichtig sind zunächst die richtigen Messgrößen zu finden. Das hängt auch etwas von Ihrem Systemhaus selbst ab. Sie müssen dabei berücksichtigen, freuen sich nachher Chef und Mitarbeiter über das Gleiche beim Erreichen des Bonus. Und wir müssen unterscheiden, dass es verschiedene Arten von Messgrößen gibt. Einerseits qualitative und andererseits quantitative. Bei den quantitativen kann ich zum Beispiel danach gehen, nach den abgerechneten Dienstleistungsstunden. Das war das Beispiel, das der Herr Endler hier kurz uns mitgeteilt hatte. Ich kann aber auch danach gehen, nach dem abgerechneten Dienstleistungsvolumen, das ich abrechne. Das muss ja nicht das Gleiche sein, denn vielleicht hat ein Techniker ja auch unterschiedliche Stundensätze, wenn er nach draußen arbeitet, oder es gibt auch Notdienstaufschläge oder Abendaufschläge. Ich kann aber auch qualitative Faktoren mit einbeziehen, wie das Thema Kundenzufriedenheit oder Kundenbindung. Und jetzt möchte ich Ihnen das mal anhand eines Beispiels zeigen von einem Techniker, der hauptsächlich im By-Call-Geschäft unterwegs ist, nämlich jemand, der, wo dem es darum geht, möglichst viele abgerechnete Dienstleistungsstunden zu produzieren. Das ist ein Gegensatz zu dem, was ist mit einem Techniker, der im Bereich Verträge unterwegs ist und Wartungsverträge. Wenn ich so ein Bonussystem einem Techniker vorführe, versuche ich das bildlich zu machen. Am besten ist es, wenn ich das auf dem Blatt Papier einfach aufmalen kann. Und ich mache es auch heute immer noch so, dass ich das auf einem Blatt Papier aufmale. Ich habe es für die heutige Präsentation mal kurz im PowerPoint dargestellt, aber ich empfehle Ihnen, malen Sie es im Techniker direkt passend auf, dass ihr seht, wie das ganze Thema so entsteht und sich zusammensetzt. Ganz einfache grafische Darstellung dazu ist, einerseits in der Grafik packe ich das Gehalt rein von dem Techniker und auf der anderen Achse sind es die von ihm erbrachten Dienstleistungen in Euro.
So, und der Techniker hat einen festgehalten. Ich nehme es mal an diesem Beispiel für einen Junior-Techniker. Also wenn jemand bei uns frisch ausgelernt hat, dann startet er bei uns mit 2000 Euro brutto und hat dann sein monatliches Festgehalt. So ist es der Fall, wenn er noch gar kein Bonussystem hat. So fangen wir erst einmal an. So, und als nächstes, er muss ja erst einmal sein Festgehalt auch verdienen. Das ist der Grund, warum wir nicht anfangen mit einem Bonus direkt ab dem ersten Euro, sondern bis zu einem bestimmten Betrag muss er erstmal kommen. Das ist der sogenannte Sockelbetrag, so definiere ich das mal. Er muss also einen bestimmten Betrag an abrechenbaren Dienstleistungen erst in Euro erst einmal erreichen und ab diesem Zeitpunkt erst kommt ein Bonus mit hinzu und erst ab diesem Punkt bekommt er von jedem Euro Dienstleistung, den er erbringt, einen festen Prozentsatz ab. Dieser Sockelbetrag ist bei uns bei 5.850 Euro angelegt, bei einem Junior-Techniker, der einen Stundensatz hat von 78 Euro nach draußen und 75 Stunden, die er so im Durchschnitt an Dienstleistung im Monat erbringt, so haben wir diesen Sockelbetrag festgelegt. Und darüber hinaus bekommt er von jedem Euro, den er erbringt, 17% von seinem Dienstleistungsumsatz ab. Sind wir also an einem Punkt, so ähnlich wie der Herr Endler gesagt hat, der eben die 18,7% in den Raum geworfen hat. Frage den Herrn Endler, wenn Sie noch da sind, haben Sie auch einen solchen Sockelbetrag oder haben Sie den Bonus ab dem ersten Euro und welches Festgehalt haben denn Ihre Mitarbeiter dabei? Können Sie mal kurz beantworten. Wenn Sie wollen, können Sie mir auch ein Zeichen geben, dann schalte ich auch kurz Ihr Mikrofon frei. So, währenddessen will ich hier nochmal grafisch etwas zeigen. Man kann natürlich auch dahergehen und sagen, ich setze mein Festgehalt niedriger an. Auch das haben wir mal eine Zeit lang gemacht bei Mitarbeitern im Vertrieb. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, ich setze jetzt mal 1.200 Euro als Fixum an und mache dann einen Bonus, der wirklich ab dem ersten Euro beginnt und der dann, na, jetzt muss ich gucken, ob ich das grafisch hinbekomme, irgendwann kommt ein Punkt, da schneiden sich denn die beiden Kurven. Im Idealfall wäre das dann so, dass jetzt das eher noch steiler ist. Ich will es mal eben noch einmal löschen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen besser zeigen. Nehmen wir mal so. 1.200 und ich setze den Punkt hier. Dann wäre es so, dass ich bei dieser Variante schon mehr verdiene, also ab diesem Punkt schon mehr verdiene als ein Techniker, der vor diese 2.000 Euro, die muss ich den ersten Mal erreichen. Was bewirke ich damit? Wenn ich das Grundgehalt senke und auch diesen Sockelbetrag senke, dann erhöhe ich damit ja den Druck für die Mitarbeiter. Das heißt, ja, die müssen deutlich mehr strampeln. Das mehr Strampeln lohnt sich dann für die auch. Und auf der anderen Seite kann ich das aber auch umgekehrt machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache hier, einen Moment, ich setze mal hier den Sockel, Quatsch, das Festgehalt auf 2.500 Euro, setze den Sockelbetrag dann noch höher und der Bonus fängt vielleicht erst ab diesem Punkt dann irgendwann an. Das würde dann eher dazu führen, dass der Mitarbeiter sehr gut mit seinem Festgehalt auskommt, sich auch vielleicht damit arrangiert und sagt, ach, bevor ich mich jetzt hier besonders abstrampel und bis ich in den Bonusbereich reinkomme, das lohnt sich für mich gar nicht mehr, dann schiebe ich lieber eine ruhige Kugel und arbeite so ganz normal. Das ist der Grund, warum ich mir mit etwas umfangreicheren Excel-Tabellen mir eine Herleitung gebaut habe. Wie kann ich denn für ein Systemhaus passend diesen richtigen Sockelbetrag finden, wie kann ich den richtigen Prozentsatz finden, so dass ich in meinem Systemhaus auch das gewünschte Ziel erreiche. Sie werden feststellen, also Sockelbetrag, Prozentsätze so sind von Systemhaus zu Systemhaus unterschiedlich. Dabei muss man die Produktivität berücksichtigen, muss die Stundensätze und die Gehaltsstruktur berücksichtigen und dann kann ich das im passenden Faktor ausrechnen. So, und jetzt kommt die Antwort von dem Herrn Endler. Grundgehalt ist niedriger, aber auch Mindestauszahlung, also Sockel. Allerdings werden negative Monate vor Auszahlung mit positiven verrechnet. Okay, das bedeutet also, wenn jetzt ein Mitarbeiter mehrere schlechte Monate hintereinander gehabt hat und er würde dann wieder ein paar gute Monate haben, dann muss er aber trotzdem erstmal gegen das Minus anarbeiten, weil er eben auch durch schlechtere Leistungen erstmal ein Minus hat, was er wieder ausgleichen muss. Das ist ein sehr offensives Bonussystem, also mit einem extrem hohen Leistungsdruck dabei.
kann natürlich dazu führen, dass ich, wenn ich einen leistungsbereiten Mitarbeiter habe, dass er losläuft, kann, wenn ich es etwas übertreibe, auch dazu führen, dass der Mitarbeiter sagt, nö, ich will nicht mehr arbeiten, ich gehe, ich suche mir einen ruhigeren Arbeitgeber. Das ist keine Schwarz-Weiß-Aussage, man muss einfach schauen, machen die Mitarbeiter das alle so mit oder wird das so auch akzeptiert? Das hängt auch von der Kultur im eigenen Unternehmen ab. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen zu diesem Thema Bonussystem von einem Techniker? Dann jetzt nochmal ein anderer Gedanke. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Techniker, die kümmern sich nicht um die das IT-Geschäft by call, also Kunde ruft an, Sie fahren raus und es werden Dienstleistungen erbracht, sondern Sie haben einen Mitarbeiter, der sich nur um Vertragsbetreuung kümmert und Sie haben beim Kunden eine monatliche Pauschale, vielleicht sowas wie eine IT-Flatrate und der Mitarbeiter soll dafür auch einen Bonus bekommen. Was denken Sie? Stellen Sie sich vor, Sie würden dieses Bonussystem dort einsetzen und die Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut, haben eine IT-Flatrate. Wozu würde das führen und was wäre das Problem dabei? Ich nehme die Antwort mal vorweg. Ich würde ja dafür sorgen, dass der Mitarbeiter, wenn er einen Bonus erreichen möchte, versucht er möglichst viele Stunden beim Kunden zuzubringen, möglichst viele Stunden aufzuschreiben. Das macht er dann auch ganz fleißig und bei diesem Flatrate-Kunden würde er also den ganzen Tag am besten Dienstleistungen erbringen und dort Stunden schinden, wenn man das so nennen möchte. Das kann dem Kunden wiederum auch völlig egal sein, weil er sagt, ich habe eh eine Flatrate und ich freue mich über einen guten Service, ich zahle dafür nicht mehr. Und wenn Sie dann genau das gleiche Bonussystem verwenden würden für einen Techniker, der Verträge bedient, würde es dazu führen, der Techniker freut sich, verdient sich dumm und dusselig, der Kunde freut sich, weil er einen tollen Service bekommt und Sie als Chef sind dabei der Verlierer, weil Sie nämlich einen sehr hohen Bonus zahlen müssen und der Mitarbeiter aber insgesamt eine niedrige Produktivität hat. Deshalb braucht man für das Thema Verträge ein anderes Bonussystem. Das werde ich ja heute in der kürzeren Zeit nicht vorstellen können, aber ich kann Ihnen dann noch sagen, also auch wenn Sie viel im Bereich wie Managed Services unterwegs sind oder IT Flatrates, dann braucht man für diese Mitarbeiter auch ein eigenes passendes Bonussystem. Da werden Sie mit dieser Variante nicht weit kommen. Dafür ist diese Variante aber super geeignet, wenn Sie im Bereich IT-Service by Call unterwegs sind. Okay, noch Fragen von Ihrer Seite? Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Irgendwie muss ich ja die Technikerleistung erfassen. Und die Erfassung der Technikerleistung spielt wirklich eine große Rolle dabei. Der Mitarbeiter muss es so einfach wie möglich haben, damit er auch wirklich gerne seine Stunden erfasst. Einerseits verdient er damit mehr Geld, aber gut, andererseits Sie auch. Und wenn ich das zu kompliziert mache, dann können Sie entweder auf den Protest Ihrer oder Mitarbeiter zählen, die einfach sagen, nö, das ist mir zu kompliziert, ich schreibe das so nicht auf. Oder es kann dazu führen, dass viele Stunden auch verschenkt werden. Oder es kann dazu führen, dass Sie das gar nicht ausgewertet bekommen. Fragen Sie sich also selber, können Sie per Knopfdruck am Monatsende rausfinden, wie produktiv waren Ihre einzelnen Techniker? Haben Sie dafür schon Auswertungsmöglichkeiten? Und ich zeige Ihnen das jetzt einmal am Beispiel eines Ticketsystems. Ich zeige es mir immer anhand unseres eigenen Ticketsystems. Das nennt sich Visoma Tickets. Das ist von unserer Softwareentwicklungsfirma Visoma. Das ist Ihre Ansicht, das war die Herrschaft mit dem schwarzen Hemd, entwickelt worden. Das ist mittlerweile auch bei der Acmeo im Vertrieb. Wenn Sie sich das also mal näher anschauen wollen, dann geht das dort auch. Das ist mal eine Übersicht, wie Sie unsere Techniker sehen. Hier sehen die alles das, was heute für den eingeplant ist. Also der Techniker loggt sich ein, kann direkt im Browser sehen, was habe ich heute zu tun, sieht dann auch die Fälligkeiten von den einzelnen Aufträgen, weiß, was er tun soll und kann hier einfach auf Knopf drücken, Zeit erfassen und schon beginnt die Uhr an zu laufen, damit er seine Leistung mit drin erfassen kann. Ja, also gar nichts Handschriftliches mehr oder irgendwie kompliziert in Excel-Tabellen oder dass ich irgendwie eine Applikation installieren muss. Das läuft direkt im Browser und das in einer Applikation, die im sogenannten Responsive Design aufgebaut ist, eine sogenannte Web-App, also keine Native-App, die Sie installieren müssen. Das läuft alles komplett im Browser. Und wenn Sie jetzt sowas haben wie ein Smartphone, dann oder ein Tablet, dann haben Sie eine wesentlich geringere Auflösung. Das macht aber nichts, denn je nachdem, was Sie für eine Auflösung haben, werden dann eben einzelne Felder ein- oder ausgeblendet, so dass der Techniker auch einfach sein Smartphone rausziehen kann. Ich zeige Ihnen das einmal exemplarisch. Und er kann direkt seine Zeiten im Smartphone erfassen, kann dann
Auch es geht mit dem Siri sehr schön, direkt draufklicken und per Spracherkennung seine Zeiten da rein diktieren, seine Tätigkeiten rein diktieren oder auch sich das mit Textbausteinen zusammenklicken und ganz am Ende legt er dem Kunden das vor, der nimmt dann einen von diesen Touchpens, der Kunde kann dann direkt auf dem Display unterschreiben und schon haben sie unterschrieben einen Serviceauftrag und damit erhöhe ich auch die Akzeptanz von den Technikern dabei. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der eine ganz große Rolle spielt. Frage, wissen alle Ihre Techniker am Abend von einem Arbeitstag, wie viele produktive Dienstleistungsstunden Sie heute erbracht haben? Ja, wissen das alle Ihre Techniker? Können die per Knopfdruck abends sehen, wie viele abrechenbare Dienstleistungsstunden habe ich erbracht und wie viele, ja, okay, Herr Ender, mit welchem System werten Sie das aus? Hier ist es also ein Beispiel, okay, bei dem Herrn Nahler ist es auch so, hier ist es zum Beispiel so, dass der Techniker hier direkt abends sehen kann, hier waren 6 Stunden 49 Minuten, also 92% seiner Zeit waren produktiv und Internettätigkeiten waren 1 Stunde und 40 Minuten, wobei da auch noch die Mittagspause damit drin ist. So sieht er das an jedem Tag. Und das Zweite, was wir noch mit eingebaut haben in unser System, was sehr erfolgreich war, ist das Thema Lückenprüfung und den Tagesabschluss. Ein Techniker kann also abends nicht einfach direkt nach Hause gehen, sondern er muss dann direkt auf diese Funktion Tagesabschluss klicken und dann wird ihm nochmal sein gesamter Arbeitstag im Ticketsystem aufgezeigt und Sie sehen dann auch, wenn es hier zum Beispiel Lücken gibt. Hier hat er was erfasst von 8 Uhr bis 21 bis 8 Uhr 21, dann gibt es hier eine große Lücke von 2 Stunden 5 Minuten und dann kommt erst das nächste Ticket und dann geht es hier weiter. Sie sehen also, der Arbeitstag ist nicht lückenlos. Und dieses Ticketsystem erfordert es, dass der Techniker jetzt entweder sagt, per Pfeil nach oben, die Zeit gehört zum vorigen Ticket oder Pfeil nach unten gehört zum nachfolgenden Ticket oder packt es auf ein internes Ticket drauf. So, bis wirklich der komplette Arbeitstag lückenlos erfasst ist. Und das ist für die Techniker in der Anfangszeit etwas aufwendig und etwas mühselig. Sie werden aber feststellen, dass der Techniker irgendwann auch mal seine Arbeitsweise so ändert, dass er sowieso parallel seine Tätigkeiten erfasst und das vielleicht auch vom Smartphone unterwegs macht. Und schon wenn die Lücken immer geringer, die Produktivität steigert sich, sie freuen sich über mehr abrechenbare Dienstleistungsstunden und der Mitarbeiter freut sich über einen höheren Bonus, den er erreichen kann. Fragen in den Raum, was denken Sie, wo liegt in Deutschland etwa der Durchschnitt bei der Technikerproduktivität? Wie viele abrechenbare Dienstleistungsstunden pro Techniker pro Monat haben Sie so im Durchschnitt? Ja, gehen wir vielleicht mal von ungefähr 130 Stunden aus pro Monat, die ein Mitarbeiter im Durchschnitt da ist, wenn ich jetzt Urlaub abziehe, Krankheit und ja, noch andere unproduktive organisatorische Zeiten, komme ich hier vielleicht auf 130 Stunden. Aber wie viel von diesen 130 Stunden macht dieser Mitarbeiter abrechenbar? Was denken Sie, wo ist der Schnitt? Der Schnitt, sagt der Händler, liegt bei 80 Stunden. Wir haben 90 bis 95 Stunden. Der Haller sagt 50 bis 60. Ich habe ja dieses Seminar-Bonussystem schon mal für etwa 200 Teilnehmer mal gegeben und da mal so Erfahrungswerte gesammelt. Sie können davon ausgehen, dass Sie bei etwa 70 bis 75 abrechenbare Dienstleistungsstunden pro Techniker haben, bei denen, die jetzt nicht bei Verträgen drauf sind, sondern eben bei, hauptsächlich in diesem By-Call-Geschäft. Also 50 bis 60 ist eher schon so die untere Grenze. Wenn Herr Entner sagt, so 90 bis 95 Stunden, dann sind wir schon gut. Wenn Sie alle Register ziehen im Bereich Technikerproduktivität, mit einem guten Ticketsystem, einer Disposition, einem Bonussystem, alles, was mit dazugehört, dann kommen Sie knapp in den dreistelligen Bereich. Ich sage mal so, realistisch sind vielleicht knapp 100 abrechenbare Dienstleistungsstunden pro Techniker pro Monat. Das ist das, was Sie erreichen können, ohne dass Ihnen die Leute nachher an Überlastung dann irgendwo zusammenbrechen. Kleiner Verweis, ich habe ja noch ein weiteres Seminar zum Thema Technikerproduktivität, was also an das Seminar-Bonussystem andockt, wo wir uns genau mit diesen Aspekten noch beschäftigen. Genau, hängt davon ab, wie viel interne Dienstleistung anfällt, Garantieleistung. Garantieleistung, Herr Haller, meinen Sie damit jetzt Leistungen wie den, wenn Sie für ein Care-Pack, für ein PC rausfahren und eine Reparatur durchführen, da gibt es ja auch nochmal Geld vom Hersteller. Und sonst Garantieleistungen, meinen Sie ein defektes Gerät und da wird irgendwas zur RMA eingeschickt oder was wäre die Frage? Interne Dienstleistungen, das ist gut, dass Sie es nochmal ansprechen, Herr Haller, werden bei uns auch mit erfasst. Sie sehen das hier unten an dem blauen Fenster intern und hier sehen Sie es auch, interne Arbeiten,
Rückfahrt vom Kunden. Er hat jetzt hier das alles auch auf die Kundennummer extra, weil das intern erfasst, der Mitarbeiter. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so diesen Fall von wegen, ja, ach, da habe ich Internes gemacht und niemand hat das aufgeschrieben. Nein, der gesamte Arbeitstag wird bei uns lückenlos erfasst und es wird dann auch auf diesen Kunden intern gebucht. Das war ein ganz wichtiger Tipp, den ich Ihnen dazu geben kann. Also sehen Sie zu, dass Sie dann solche Tätigkeiten auch auf jeden Fall auch im Ticketsystem mit erfassen. Denn sonst haben Sie nämlich das Phänomen, dass ein Techniker 8 Stunden am Tag da war und Sie wundern sich, dass nachher nur 3 Stunden im Ticketsystem ankommen. Tagesabschluss. Ja, wie kann denn nachher eine mögliche Auswertung für einen Techniker aussehen? Wir haben sie seit vielen Jahren bei uns im Excel aufgebaut. Hier haben Sie mal ein Beispiel, wie eine Abrechnung für einen Techniker aussehen kann. Hier werte ich aus dem Ticketsystem dann seine Dienstleistungsproduktion aus. In diesem Falle, hier sehen Sie mal 10.500 Euro, 6.300, 9.300, das ist so das, wie es im Monat geschwankt ist. Dann kommt nochmal das Thema Vertrieb mit hinzu, was ich jetzt nicht weiter ausgeführt habe, aber es gibt die Möglichkeit, dass ein Techniker auch parallel noch ein bisschen Vertriebsleistung bringt und noch Aufträge mitbringt. So, und dann bekommt er in unserem Beispiel, er hat einen Sockelbetrag von 5.850, 17% kommt für die Dienstleistung um drauf, das auf sein Grundgehalt und so kommen dann auch attraktive Gehälter von raus, 2.800. 2.100 knapp, 2.6, 2.6, 2.6, 2.3. Also Sie sehen, dieser Techniker kommt irgendwo in der Größenordnung bei 2.500 ungefähr dabei raus. Und er kriegt noch diese Grafik mit dazu, damit er auch im Laufe der Zeit sehen kann, wie hat sich meine Produktivität eigentlich so über die Jahre entwickelt. Genau, Fortbildung, Recherche. Das sind die Fragen auch von dem Herrn Haller. Gut, dass Sie es ansprechen. Ich setze hier den Sockelbetrag nicht bei 100 oder 120 Stunden an, sondern wir haben uns ja vorhin schon gesagt, der liegt bei uns bei etwa 75 Stunden. Ich zeige es noch einmal hier in der Grafik. Hier sehen Sie das, also bei 75 Stunden. Wir haben also ausgewertet, wie war denn die Produktivität der Mitarbeiter vorher? Und das waren eben bei uns im Jahresschnitt so ungefähr 70 bis 75 Stunden und dementsprechend haben wir diesen Sockelbetrag dahin gesetzt. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch Fortbildung, es gab Recherche, es gab auch Garantieleistung. Das war ja der Grund, warum wir diesen Sockelbetrag so festgesetzt haben. Und deshalb gebe ich Ihnen auch den Tipp, wenn Sie jetzt ein Bonussystem einführen, setzen Sie den Sockel am besten so, wie der Durchschnitt der Technikerproduktivität von dem letzten Jahr war. Dann haben Sie ja mal alles drin mit Urlaubszeiten und dann hat er auch, wenn es der Durchschnitt war, immer mal Monate, wo er sowieso oben drüber springen kann, dann kommt auch nicht diese Frage mit, das schaffe ich nicht. Also er kommt auf jeden Fall drüber. Und wenn Sie jetzt sagen, also nehmen wir das Beispiel bei Herrn Haller, wir haben 65 Stunden und den Sockel und 10% Bonus, sage ich, was, können Sie vielleicht noch mit reinschreiben, was für einen Stundensatz Sie haben und wo ungefähr die Gehälter liegen. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, der Sockel ist einigermaßen okay, aber ich würde den Bonus höher ansetzen. Also 10%, das ist nicht besonders viel. Sie können sich jetzt ja ausrechnen, okay, bei einem 85er-Stundensatz, das heißt, der bekommt gerade für eine Stunde gerade mal 8,50 Euro an Bonus obendrauf. Wir haben bei uns mal die Regel gesetzt, wenn Sie das Gehalt von einem Techniker runterrechnen auf einen Stundenlohn, was also sprich Gehalt, durch Arbeitsstunden kommt ja ungefähr ein Stundenball raus, dann sagen wir, der Bonus sollte auf jeden Fall so hoch sein, wie der normale Stundenlohn ist, eher ein bisschen drüber. Weil wir in unsere Bonusvereinbarung auch gleich mit einschließen, damit sind auch alle Überstunden automatisch mit abgegolten. Ja, dann zahlen Sie quasi auch Ihre Überstunden mit aus. Soll heißen, wenn jetzt ein Techniker richtig reinhaut und macht vielleicht mal 2-3 Stunden mehr abends oder macht eine Wochenendmission, dann können Sie das Ganze komplett mit Bonus auszahlen. Da muss aber auch der Gegenwert von dieser Bonusstunde auch höher sein als ein normaler Stundenlohn. So in Ihrem Fall wären es 8,50 Euro. Jetzt kann man sich ja vorstellen, 8,50 Euro, jetzt bringt der Techniker wirklich mal 10 Stunden mehr im Monat, was eigentlich schon eine ganze Stange ist, wenn Sie gutes Geld verdienen. Dann kommen also gerade 85 Euro für den Techniker dabei raus und dann kann er wiederum sagen, das lohnt sich nicht unbedingt. Okay, beim Hinweis 40 Stunden Woche. Also Erfahrungswert, ich würde davon ausgehen, der 10% Bonussatz ist etwas zu gering gesetzt, aus eigener Erfahrung bei dem Herrn Entler, der vorhin was gesagt hat, ja, niedriges Grundgehalt, vielleicht packen Sie Herrn Entler nochmal, schreiben Sie mal kurz rein, was Sie als Grundgehalt haben und wo dieser Sockelbetrag ungefähr liegt bei der Logik. Da könnte es sein, dass dann dabei rauskommt, dass man die Mitarbeiter doch etwas zu fest angepackt hat, also
Angenommen, jetzt würden vielleicht nur 1.000 Euro Grundgehalt dabei rauskommen, muss man aufpassen, dass man nicht Probleme bekommt mit dem Thema Mindestlohn dabei. 2.200 Euro, ja. Also wenn ich mir das so anschaue, dann könnte das mit 10% Bonus so knapp sein, Herr Haller, wenn Sie jetzt direkt für sich was rausnehmen wollen. Ich würde eher schauen, ob Sie den Bonusprozentsatz etwas höher ansetzen, eher so im Größenordnung so bei 15% ansetzen. Vielleicht setzen Sie den Sockel nochmal wieder ein bisschen höher, aber so, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dorthin zu bekommen. Bei Herrn Endler ist das Grundgehalt bei 1.650 und der Sockel meist bei 2.500 Euro. Das heißt, okay, bei ihm ist die Denkweise so, das muss erstmal ins Verdienen gebracht werden. Ja, das klingt gut, kann natürlich dazu führen, dass ein Low-Performer sagt, der also kaum in den Bonus reinkommt und sagt, oh Mensch, von 1.650 Euro kann ich nicht leben. Aber die Frage ist, ob ich denn überhaupt solche Mitarbeiter bei mir im Unternehmen haben möchte. Ein Tipp kann ich Ihnen noch geben, generell zu diesem Thema mit den Verträgen. Wenn Sie eine Bonusvereinbarung abschließen, schließen Sie die mal immer nur auf Jahresfrist ab. Bei uns ist immer eine Bonusvereinbarung, endet immer am Jahresende automatisch. Danach tritt wieder der ursprüngliche Arbeitsvertrag in Kraft, ohne Bonus. Und so können Sie also leicht jedes Jahr das Thema Bonus leichter neu verhandeln. Sie müssen dafür keine Verträge kündigen. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Das haben wir seit 2007 so. Gut, ja, welche Herausforderungen gibt es noch bei Ihnen bei der Einführung des Bonussystems? Und damit möchte ich mal so ein bisschen in die Aspekte rein verweisen und Ihnen auch zeigen, warum das nachher auch ein ganzer Tag ist, wenn ich mich mit diesem Thema Bonussysteme beschäftige. Erstmal müssen Sie ein passendes Bonussystem für alle Mitarbeiter finden. Bei einem Techniker ist es vielleicht noch relativ einfach. Da haben wir ja auch alle ähnliche Ansätze gefunden. Aber was mache ich mit einem Techniker, der im Vertragswesen arbeitet und nicht im By-Call-Geschäft, wo Sie vielleicht Flatrate-Verträge bedienen? Beim Techniker, wenn er Hotline ist, was machen Sie mit Mitarbeitern im Vertrieb? Was machen Sie mit Innendienstkräften, die vielleicht Lagerlogistik machen oder Technikerdisposition oder Buchhaltung? Wie bewerten Sie Führungskräfte, einen Technikleiter, einen Teamleiter? Oder wie gehen Sie auch mit Azubis um? Das sind ja auch alles Fälle, wo Sie mit diesem normalen Bonussystem, was ich Ihnen gezeigt habe, nicht weiterkommen werden. Dann ist die nächste Herausforderung, dass die MS-Größen auch an das eigene Unternehmen angepasst sein müssen. Wir haben es gerade an dem Beispiel von dem Herrn Haller und dem Herrn Endler gesehen. Es gibt eben Zusammenhänge zwischen Technikergehalt, Produktivität und Stundensatz nach draußen. Und das wirkt sich dann auch aus auf die Messgrößen von dem Bonussystem. Da muss man eben an bestimmten Stellschrauben dran drehen. Dann haben wir die Herausforderung, Verträge und Bonusvereinbarungen so zu gestalten, dass sie sich eine gewisse Flexibilität erhalten, dass sie notfalls auch mal zurückrudern können, wenn das jetzt nicht passt. Mal angenommen, Sie führen ein neues Bonussystem ein, Sie vergaloppieren sich entweder, weil die Mitarbeiter nicht im Bonus reinkommen oder weil sie auch immer deutlich mehr Bonus auszahlen, als sie eigentlich eingeplant haben. Und dann geht es darum, um einen Best-Practice-Leitfaden. Ich habe das wirklich als Leitfaden und Checkliste formuliert. Wie kann ich so ein Bonussystem einführen ohne Meuterei? Denn Sie werden feststellen, dass es einige Leute gibt, die völlig begeistert loslaufen und so einen Bonus haben wollen. Und es wird einige geben, die sind einfach kritisch dem ganzen Thema gegenüber und sagen, nee, ich will das nicht und lass mich bloß damit nicht zufrieden. Wie kann ich das trotzdem bei mir im System was einführen, ohne dass es immer böses Blut gibt? Wenn Sie das Thema weiter interessiert, immer ausführlich, könnten wir uns treffen am 27.09. in Hannover. Da bin ich das nächste Mal unterwegs für die Acmeo mit dem Bonusseminar. Hier ist direkt der Link. Sie können es auch direkt über die Website finden. Dazu gehören dann umfangreiche Unterlagen, auch diese Excel-Tabellen, die ich Ihnen gezeigt habe, Kalkulationshilfen, auch Bonussysteme für Vertriebler, für Innendienstler, für Teamleiter, das auch mal tabellarisch dargestellt, wie es funktionieren könnte. Dazu auch Verträge und Auswertungsmöglichkeiten, Kalkulationshilfen. Und wenn Sie sich das Thema mit dem Ticketsystem mal anschauen wollen, gebe ich Ihnen einen Tipp, gehen Sie mal auf www.technikerproduktivität.de. Da zeigen wir unser System in Visoma Tickets, was es ja auch bei der Acmeo im Vertrieb gibt. Oder Sie rufen mal direkt bei der Acmeo an, bei dem Moritz Münzenmeier, der kann Ihnen das auch zeigen. Wenn Sie bei uns auf der Website drauf sind, gehen Sie mal auf die Seite Videos, da sind ein paar YouTube-Videos hinterlegt, wo ich auch das genau als Webinar, so wie heute durchgeführt habe und das einmal so im Schnelldurchlauf zeige. Fragen von Ihrer Seite bis hierhin? Warum nicht in meinem Herzen von Europa in Frankfurt? Das nächste Mal bin ich in der nächsten Woche in Würzburg. Also das ist auch noch so im Herzen von Europa. Und das letzte Mal war ich für die Acmeo in Düsseldorf. Also ich bin eigentlich relativ viel in ganz Deutschland unterwegs. Ulm steht noch wieder auf der Agenda.
drauf. Also ich bin auch mal oben und mal unten, eigentlich immer abwechselnd mit den Seminaren unterwegs, komme also auch mal wieder so in die Nähe. Aber Hannover ist auch mal eine Reise wert. Andockend an diese Themen, ich habe Ihnen ja gesagt, dass es ein paar mehr Themen gibt, wo ich mich mit den Seminaren beschäftige, gebe ich Ihnen hier nochmal meinen Seminar-Navigator. Sie können direkt mal auf www.mikebergmann.de gucken oder schauen auf meine Facebook-Seite, da ist auch immer eine Menge los. Oder Sie schreiben mir eine E-Mail. Das ist hier mein Seminar-Navigator, wo ich einfach mal dargestellt habe, was gibt es für gewisse Unternehmerziele, Themen, die Sie beschäftigen, wenn es zum Beispiel darum geht, Produktivität zu erhöhen oder die Mitarbeiter zu motivieren und zu entwickeln. Dann kann ich hier in dieser Tabelle sehen, dafür eignet sich das Seminar Nummer 1 zum Beispiel gut. Und hier steht auch immer das Thema Nummer 1. Und das ist nämlich das Bonussystem-Seminar, was Sie hier gerade sehen. Das eignet sich gut für solche Themen wie Mitarbeiter finden und binden, Mitarbeiter motivieren und entwickeln oder die Erhöhung der Produktivität und regelmäßige Einnahmen steigern. Und ein zweites Seminar, was auch noch mit gut zu diesem Thema passt, das ist das Thema Ertragssteuerungstechnik Teil 1, Techniker Produktivität und Kundenzufriedenheit erhöhen. Das geht also auch in die gleiche Richtung und baut nochmal auf diesem Thema drauf auf. Punkt. Hannover ist doch etwas zu weit weg. Ulm wäre optimal. Ja, da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Schauen Sie einfach direkt mal auf mikebergmann.de. Da gibt es direkt meinen Seminarkalender im Download und da können Sie sich dann direkt anmelden. Allerdings, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das Thema Bonussysteme das nächste Mal ist. Wenn Sie Interesse daran haben und noch in diesem Jahr starten wollen, die Zeit ist jetzt günstig, wenn Sie sagen, Sie wollen zu 2017 durchstarten, dann empfehle ich Ihnen, steigen Sie in den Zug. In der Nähe von Agbio gibt es ein paar bezahlbare Hotels. Ich bin selber auch mit dem Hotel mit untergebracht. Man kann sich also abends auch mal zusammensetzen und mal nett ein bisschen unterhalten. Und insgesamt sind es ja in diesem Mal nicht nur das Thema Bonussysteme, sondern es sind noch diese anderen Themen mit dazu, die ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, nämlich Bonussysteme, Mitarbeitermotivation, dann wie Verkauf von der Technik im zusätzlichen Service, wie ich also eine Technik auch fit machen kann im Verkauf und dann der Aspekt optimale Organisation im IT-Systemhaus. Das sind so Themen, die wir dann 3 Tage hintereinander haben. So, und damit wäre ich Punktlandung genau nach einer Stunde fertig mit meinem Kurzwebinar Bonussysteme motivierte Mitarbeiter und gleichzeitig mehr Geld verdienen. Wäre jetzt von Ihrer Seite noch die Möglichkeit, gut mal ein paar Fragen zu stellen. Ich bleibe noch ein Momentchen hier drin. Schreiben Sie einfach direkt Ihre Fragen hier rein, dann beantworte ich sie Ihnen gerne. Vielleicht haben Sie auch schon ein Bonussystem, wo Sie sagen, das wären noch die und die Fragen, die ich dazu habe. Wie kann man das noch optimieren? Habe Ihnen ja schon gesagt, es sind so um die 200 Systemhäuser, die ich innerhalb der letzten 4,5 Jahre in meinem Seminar dort gehabt habe. Da habe ich doch einiges an Erfahrungswerten sammeln können, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Gut, dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde dieses Webinar dann nochmal online stellen in der Akmiothek. Ich mache eigentlich auch alle meine Webinare immer als Video bei YouTube nochmal. Da muss man nicht lange suchen, wenn man da was finden möchte. Also geben Sie dort einfach mal Mike Bergmann Webinar oder Mike Bergmann Bonussysteme ein. Dann können Sie diese Aufzeichnung auch finden. Das werde ich dann also innerhalb des heutigen Tages nochmal online stellen. Und wenn Sie die anderen Themen interessieren, das habe ich ja auch schon gesagt, dann schauen Sie einfach morgen nochmal, Quatsch, übermorgen nochmal rein. Ich springe mal einmal kurz in die Website. Gucken wir mal auf Acmeo EU. Und dann können Sie hier auf Akademie und Events gehen, auf Webinare und filtern das aus. Suchen hier nach Mike Bergmann. Und dann sehen Sie das nächste Webinar, das haben wir, Verkauf von der Technik mit mehr zusätzlichen Service. Das ist am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr. Oder optimale Organisation im Systemhaus, Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr. Das sind dann kurze Ausschnitte aus diesen Seminaren, die ich jetzt auch bei der Acmeo Ende des Monats habe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn nochmal Fragen sein sollten, Sie haben es ja gesehen, schreiben Sie mir eine Mail. Und vielleicht treffen wir uns beim nächsten Webinar wieder oder treffen uns beim nächsten Seminar weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag wünsche ich noch und vielleicht bis bald.